Der Gentleman Scientist entführt euch auf eine Reise kreuz und quer durch die Wissenschaft. Zusammen mit den Zuschauern in seinem Twitch-Chat verfolgt er vor allem Biologie, Medizin und Psychologie. Heute erkundet er mit euch Interessantes und Aufregendes aus den aktuellen Wissenschaftsnachrichten. Willkommen bei den Science News. Achtung. Kbam. So, das ist das Corona-Pandemie-Radar des Bundesministeriums für Gesundheit. Aufmerksame Zuschauer werden das kennen. Oh, wir haben die Influenza-Inzidenz hier jetzt auch mit drauf. Laborbestätigte Influenza-Fälle insgesamt. Da würde mich interessieren, wo die Daten herkommen. Was die Grundgesamtheit ist, weil da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oh, guck mal, wir haben historische Daten. So sah das letztes Jahr aus. In der Woche 12.12. bis 18.12. waren wir im Peak und jetzt ist fast gar nichts. Leute. Fast gar nichts. Okay, aber hier guckt mal, wenn wir hier an den Rand gehen. Das seht ihr jetzt kaum noch, weil da die Dinger vor sind. Aber das ist hier Januar, Februar. Könnte also sein, dass die Grippewelle dieses Jahr, also, ne, sie kam letztes Jahr sehr früh, dass sie dieses Jahr einfach nochmal kommt. Aber gut. Erstmal 7 Tage Inzidenz Covid. Da bringt uns der Gesamtverlauf weniger. Wir gucken uns mal die letzten 3 Monate an. Das hätte das Maximum nicht runtersetzt. Aber gut. Ne, da ist hier nicht so viel los. Klar, wir kommen hier drüben von 10 im September und haben uns da inzwischen fast vervierfacht. Also es ist schon was passiert. Aber zumindest diagnostizierte und gemeldete Covid-19-Fälle gibt es nicht so wahnsinnig viele. So. Also, ne? Dementsprechend, also offizielle Inzidenz für Covid ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Generell Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen steigen kontinuierlich an. Die Leute, ne? Immer mehr Leute werden krank und haben irgendwie Atemwegskrempel. Wir haben hier die Viruslast am Abwasser. Das Abwasser hat inzwischen einen eigenen Wochenbericht, da gucken wir auch nochmal genauer rein, aber im Kern kann man sagen, ne, auch da ist das Druck auf dem Kessel, würde ich mal sagen. Was heißt das? Viruslast am Abwasser ist so ein Ding, ne, weil wir natürlich das Problem haben, dass wir nicht einzelne Personen messen, sondern wir messen im Grunde die Gesamtheit der ausgeschiedenen Viren. Jetzt mal salopp formuliert. Das bedeutet, wir kriegen auch die Leute mit, die im Grunde gar nicht krank sind, sondern die einfach nur, ne, stille Überträger sind sozusagen. Druck auf dem Kessel bei Abwasser. Ja, doch, das kann schon mal passieren, Arken hier. das heißt natürlich, ne, es ist klar, dass wir hier schon mal einen Anstieg haben können, den wir hier in einer 7-Tage-Inzidenz nicht sehen. Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen zeigen uns aber so ganz off scheint das Abwasser da doch nicht zu sein. Ne? Hospitalisierungsinzidenz steigt weiter. Hospitalisierung wegen schwerer Atemwegserkrankungen steigt weiter, Todesfälle, naja gut, 4% ist jetzt nicht der Renner, mehr oder weniger konstant, aber es sterben immer noch 360 Leute die Woche an Covid.
An Covid, mit Covid? An Covid. Hallo Intermenius, schön, dass du reinschaust. So. Intensivbettenbelegung steigt nach und nach an. Notaufnahmenbelastung sinkt ein bisschen. Ja, aber nicht nennenswert, ist aber grundsätzlich immer auf einem grob ähnlichen Niveau. Also da ist jetzt noch nicht so viel los. Die Daten suggerieren jetzt also erstmal nicht, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Die Daten suggerieren aber, dass wir in irgendeiner Form eine SARS-CoV-2-Übertragung haben. Dies allerdings nicht in die Meldedaten schafft, zumindest ne, zu einem relevanten Anteil nicht, was einfach daran liegen könnte, dass die nicht diagnostiziert werden, sondern die Leute haben halt einfach eine Erkältung, gehen zum Arzt, ne, tauchen hier in der Statistik auf, gehen nach Hause, kurieren sich aus, machen eventuell keinen Schnelltest. Schnubbeldiwupp. Gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Indem wir uns den Aare-Wochenbericht angucken, des Robert-Koch-Instituts. Wird bei der Abwasserstatistik nach unterschiedlichen Varianten unterschieden. In der nicht, aber das... Wir gucken nachher rein in den Abwasserbericht. Es gibt einen eigenen Wochenbericht fürs Abwasser. Es wird gemacht. Ich weiß gerade nicht, ob es schon veröffentlicht wird. Das müssen wir gleich mal gucken. Aber grundsätzlich findet es statt, ja. So, Daten aus der Bevölkerung. Das ist der Grippeweb Sentinel, das ist im Grunde eine Umfrage. Glaube ich. Das müsste, Grippeweb müsste der, müsste die Umfrage sein über die App, wenn ich mich richtig erinnere. Und das rechnen die dann hoch. Basierend auf Angaben der Grippeweb-Teilnehmenden, genau. Das RKI hat eine App, kann man sich anmelden und ich glaube wöchentlich Angaben zu seinen Atemwegserkrankungen machen, ne? Ob man eine hatte oder nicht und wenn man eine hatte, wie es einem so geht und so weiter und so fort. Ob man eine Diagnose hat, all diese Geschichten. Und da wird auf Basis der Teilnehmenden dann hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung und mal so grob geguckt, okay, wie sähe es denn so aus, ne, auf 100.000 Einwohner gerechnet. Und da sehen wir eben hier Atemwegserkrankungen, ne, generell auf dem Vormarsch. Auch durchaus auf einem Niveau, das über denen der letzten Jahre läge. Abseits von vielleicht 22, 23, ne, wo wir hier diese ultra frühe Grippewelle hatten. Falls ihr euch erinnert, vor Weihnachten. So. Praxis Sentinel sagt im Grunde was ähnliches. Das sind bestimmte Arztpraxen, die in regelmäßigen Abständen ihre Daten direkt ans Robert-Koch-Institut melden, die sich dafür freiwillig gemeldet haben. Ja, auch da sehen wir, okay, Atemwegserkrankungen pro 100.000 Einwohner. Ne? Also das sind jetzt Konsultationen, also Leute gehen da zum Arzt mit einer Atemwegserkrankung auch auf dem Vormarsch. Auch ungefähr, ich sag mal so in der Größenordnung, wie wir das letztes Jahr hatten. Wenn auch noch nicht so hoch und nicht so steil, aber wer weiß, wie vielleicht arbeiten wir uns da ja noch vor. So, hier jetzt nach Altersgruppe aufgeschlüsselt. Okay, das ist schon mal spannend, ne? Sehr dominant ist die Altersgruppe 0 bis 4 Jahre, was Atemwegserkrankungen angeht. 5 bis 14 kommt kurz danach. Das ist aber 22, 23, das ist das letzte Jahr. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir sind hier. Ne? Stimmt, hier, das ist der Influenza-Bump. Alles klar, aber auch hier sehen wir wieder eine 0 bis 4-jährige... stark auf dem Vormarsch. Die liegen grundsätzlich über dem Niveau der restlichen Bevölkerung, weil es sind halt 0- bis 4-Jährige, die nehmen halt alles mit, was geht. Das ist ja auch okay. Aber wir sehen auch hier wieder den deutlichen Anstieg, den die anderen Altersgruppen auf ihrem jeweiligen Niveau so oder so ähnlich durchaus mitmachen.
Hallo Lemberiel, schön, dass du reinschaust. So, wir kommen zur Sentinel Surveillance im ambulanten Bereich. Das heißt, 81 Arztpraxen haben 293 Proben eingeschickt. Konsultationsinzidenz, Eltern gehen wahrscheinlich eher mit einem Kleinen zum Arzt, als dass sich Ältere ins Wartezimmer schleppen. Ja, genau, das spielt auch eine Rolle. Das spielt definitiv auch eine Rolle. Gerade in dem Alter, ne? Aber es sind dann eben auch bestätigte, ne, Atemwegsinfekte und nicht nur Leute, die wegen Atemwegsinfekt kommen und dann ist eigentlich nichts. Also, aber ja, klar, da wird sicherlich auch eine gründlichere Erfassung stattfinden. Das kann ich mir schon vorstellen, Robfriese. Da hast du nicht ganz unrecht. So, also 81 Arztpraxen haben 293 Proben eingeschickt. Davon waren 55% insgesamt positiv, in der letzten Woche 65%. Ne, vorher krebsten wir hier, hier waren wir noch bei hier, KW45 waren wir noch bei 49%, schnellte dann hoch auf 56, auf 60, hielt sich dann da kurz, wir sind jetzt bei 65%, also auch da, ne, der positiven Anteil steigt. Davon nur ein ganz kleiner Teil Influenza. Und im Grunde teilt sich das Feld SARS-CoV-2 und Rhinoviren. Das war das letzte Mal, als wir geguckt haben, schon so. Das ist auch immer noch so. Der Rest spielt so ein bisschen eine untergeordnete Rolle, ne? Wir haben hier RSV. RSV ist in der Gesamtzahl der Atemwegserreger noch nicht so wahnsinnig auffällig. Da es aber hauptsächlich Kinder betrifft, wird er da deutlich brisanter. H1N1 war halt auch ein Revival. H1N1 war nie richtig weg, Raubfriese. Es spielt nur keine besondere Rolle mehr. Das war nie ausgerottet. Es ist eben nur nicht mehr so krass pandemisch, wie es das damals war. So. Komplett an mir vorbeigehen. Naja, normalerweise, Raubfriese, beschäftigt man sich ja jetzt auch nicht mit den kursierenden Influencer-Typen. Das ist ja nichts, was, ne. Warum? Warum sollte man? So. Genau, hier nochmal grafisch dargestellt, ne. Ganz klar, RSV und SARS-CoV-2 als dominierende Atemwegserreger in der Bevölkerung insgesamt spielt ganz deutlich eine Rolle. Ne? Hier RSV in Blau sehen wir jetzt über die letzten Wochen ansteigen. Das ist dann schon bemerkenswert, dass sich das, ne, in der Gesamtbevölkerungsstatistik bemerkbar macht, weil, wie gesagt, ne, es geht hauptsächlich um Kinder hier. Ich glaube, es wird hier, genau, es wird auch nochmal nach Alter aufgeschlüsselt. Hier unten. Und dann sehen wir ganz klar, ne, im Alter 0 bis 1 und 2 bis 4 RSV ein Riesending. Renovieren bei 0 bis 1 noch mit irgendwie mit dabei. Spielt danach eine untergeordnete Rolle. RSV hier ganz klar dominierend. Ab 5 bis 14 dann plötzlich nicht mehr so spannend. Und SARS-CoV-2 im Grunde dasselbe Bild, wie als wir das letzte Mal uns diese Grafik angeguckt haben. Ne? Je älter die Leute sind, desto dominanter wird SARS-CoV-2 als Atemwegserreger. Ja, und da haben wir dann auch die Antwort auch auf Raubfrieses Frage. Spielt das eine Rolle, wie alt ich bin? Ja, es spielt eine Rolle. Ich glaube, wir haben bisher noch nichts zur Menge der Infizierten in Alterskategorien getan, aber auf jeden Fall, ne, welcher Erreger dich trifft, da spielt das Alter deutlich eine Rolle. SARS-CoV-2 scheint offensichtlich
sehr, sehr viel besser in Erwachsenen und Älteren klarzukommen als in jungen Leuten. So, genau, das ist jetzt hier Krankenhaus Sentinel. Das ist jetzt nicht ganz so interessant, da geht es eben hauptsächlich um Belastung des Gesundheitssystems. Hier auch hier nochmal bemerkenswert, dass der Anteil RSV auch im Krankenhausbereich signifikant nach oben geht. Ne, wer wird eingeliefert? Hauptsächlich Leute mit Covid, RSV oder Influenza. RSV ganz klar, ne, bei Kindern. Covid ganz klar bei Älteren. Influenza irgendwie so auch mit dabei. Interessanterweise mit dem Fokus, ne, auf, ich sag mal ganz salopp, Kindern und Teenagern. Na ja, gut, 15 bis 34. Ich glaube mit 32 ist man aus dem Teenager sein ein bisschen raus. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Hier so auf das Mittelfeld. Das hätte ich gar nicht unbedingt kennen sehen. Ne, Raubfräser hast du völlig richtig verstanden. So. Melde Daten nach IFSG. Jetzt wird's dann nochmal interessant. Okay, da gibt's aber keine Grafik mehr zu. Entschlüsseln sieht es gar nicht mehr nach Alter auf. Okay, spannend. Gucken wir gleich mal, ob wir da was zu finden, Raubfräse. So, hier ist dann noch ein Abschnitt Abwassermonitoring, aber das sehen wir gleich nochmal im eigenen Bericht. Guck mal gerade kurz, ob sie der Anzahl der Konsultationen wegen haben wir nach Alter aufgeschlüsselt. Ist normiert auf 100.000 Einwohner, ist also immerhin vergleichbar. Tatsächlich, ne, wenn man sich dann anguckt, 60 und älter, sind es nicht so viele. Wenn die auf 100.000 Einwohner in der jeweiligen Altersgruppe. Okay. Bedeutet aber tatsächlich, ne, 60 und älter gehen bisher relativ wenig zumindest zum Arzt. Das ist tatsächlich spannend. Das hätte ich nicht erwartet, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ne, ich meine, das ist die Gruppe, die am wenigsten momentan mit Atemwegserkrankungen zum Arzt geht. Nach diesem Surveillance-System. Finde ich spannend. Müssen wir mal gucken. Das ist war die Konsultationsinzidenz, ne? Ja, nach Praxis Sentinel. Interessant auf jeden Fall. Ist der Grippe-Web-Warm-Bericht, den hatten wir gerade. Bei Kindern und Jugendlichen. Ist gerade eine Statistik. Überlege gerade, wo man noch gucken könnte.
Weil tatsächlich das, was wir jetzt hier in den Wochenberichten haben, ist schon so ziemlich das. Ich meine, wir können jetzt natürlich direkt ins Surfnet gehen und eine Surfnet-Abfrage stellen. Müssen wir gucken nach Krankheit. Müssen wir uns jetzt, es sind aber nur einzelne Erreger, ne? Ganz alle Atemwegserreger kriegen wir nicht. Und das sind halt auch nur die, die nach EFSG meldepflichtig sind. Ja, okay, da kommen wir auch nicht ran. Da kommen wir auch nicht ran. Das heißt, besser als dass die Konsultationsrate in einer ARE-Praxis Surveillance näher kommen wir tatsächlich gar nicht ran. Weil viele Atemwegserkrankungen halt nicht meldepflichtig sind. Schade. Okay. Was wir jetzt natürlich noch gucken können, ist Respiratory Illness Age Dependent. Gucken wir mal. Und vielleicht brauchen wir erst Publikationen ab 2020. COVID-19. Okay, lasse ich jetzt nicht mal so eben. Immunological Responses. Es ist halt alles Covid-spezifisch. Das ergibt ja auch Sinn. Kriege ich eine Meta-Analyse? Ne, sieht jetzt erstmal nicht so aus. Da gibt es garantiert Daten zu und Meinungen. Müsste ich mal tiefer buddeln, würde ich jetzt mal on the fly nicht machen. Das gibt es garantiert. Grundsätzlich, ne, ist aber einfach, gilt die Faustregel, je älter, desto angeschlagener das Immunsystem, desto wahrscheinlicher werden die Leute krank. Ne, generell mit allem. Das ist einfach so. Wir haben, glaube ich, in der Konsultationssurveillance so ein bisschen das Problem, dass Leute Ü60, ne, als eine Kategorie mit allem, was jenseits davon ist, gezählt werden. Und das ist der Praxis-Sentinel. Das heißt, da musst du gedanklich alle Leute rausnehmen, die irgendwie in Pflege sind. Und halt über ne, ihren Pflegedienst dann versorgt werden. Da musst du alle Leute rausrechnen, die gar nicht erst über losgehen und keine 4000 Mark einziehen, die direkt ins Krankenhaus wandern. Diese Statistik betrifft nur die Leute, die zum Hausarzt gehen. Und von da wird hochgerechnet. Alle anderen Optionen sind nicht abgedeckt. Und ich denke, dass das in dieser Alterskategorie ein relevanter Punkt sein könnte. Weil du einfach ganz, ganz viele hast, ne, die auf anderen Wegen behandelt werden und dann natürlich in dieser Statistik nicht auftauchen. Was vielleicht der Grund dafür ist, ne, dass
dass die Anzahl gar nicht so hoch ist, wie man das erwarten würde. Aber das wissen wir halt nicht genau. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass die, dass halt die anderen Sachen nicht nach Alter aufgeschlüsselt waren. Hier im Wochenbericht. Ich meine, gut, Grippeweb kommt halt drauf an, ne, was für Leute du drin hast. Aber dann haben wir, ja gut, das sind auch Arztpraxen. Wir haben halt einfach keine gute Abdeckung der Gesamtbevölkerung. Aber das ist hier alles Arztpraxis. Und dann hast du ein Krankenhaus Sentinel. Im Krankenhaus hast du natürlich, ne, hauptsächlich hier 60 bis 79 und 80 und älter die Hauptgruppen. Ja, das ist jetzt aber auch wenig überraschend. 0 bis 4 Jahre sind gerade im Kommen. Ne? Hallo RSV, ich wink dir nochmal zu. Das sind halt schon diese Leute tauchen oben in der Praxis-Surveillance nicht auf, ne? Und das könnte schon ein Unterschied sein. So. Genau, und mehr gibt's dafür dann halt nicht zu sagen. Und wie gesagt, in älteren Leuten dominiert eben ganz klar, ne, die Covid-19-Diagnose im Vergleich zu allem anderen. Was Sinn ergibt, weil das eben ein Virus ist, das natürlich gerade in Älteren recht gut zurechtkommt. So. Gehen wir zum Abwasser rüber. Es gibt einen eigenen Abwasser-Surveillance-Wochenbericht. Der hier eben für alle Standorte im Grunde so eine Kurve anzeigt. Ich kann ja mal kurz gucken, ist Berlin noch mal drin? Ich glaube, Berlin hat sogar noch Daten geliefert. Sehr gut, sehr gut. So. Ich hätte eigentlich gerne lieber die lineare. So. Zum Beispiel in Berlin sieht man da eben relativ deutlich, okay, wir hatten, wir haben hier grundsätzlich hatten das letzte Hoch irgendwie im September, dann war es nochmal relativ entspannt im Oktober und seitdem arbeiten wir uns eben langsam wieder hoch. Keine Ahnung, Worms merkt man weniger Messdaten, ne? Grundsätzlich wieder auf logarithmisch gestellt. Hier seit Mai ein entspannteres Infektionsgeschehen, was das Abwasser angeht. Also, ne, wenn man dem Abwasser glaubt, aber dann eben auch hier seit ungefähr Oktober dann den Anstieg. Das Ganze wird dann aggregiert in eine quasi mehr oder weniger eine bundesweite Kurve. Also da gehen alle Standorte drin ein in dieser Kurve. Da sehen wir dann relativ deutlich, ne, das ist hier Juli 22. Soweit geht das eben schon zurück. Das heißt, hier haben wir noch mehr oder weniger ein aktives Infektionsgeschehen immer mal wieder gehabt. Das hat sich dann hier nach März diesen Jahres, ne, quasi völlig verlaufen. Dieses Sommertief im Grunde, das wir dieses Jahr hatten, war vorher noch nicht beobachtet worden. Ne? Wir kannten das nur von den Inzidenzwerten. Vom Anfang der Pandemie, ne, wo es ein relativ klares Sommerloch gab. Und seit, ja, mehr oder weniger in August, so grob seit Ende der Sommerferien, steigt die Konzentration im Abwasser eben kontinuierlich an. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und auch tatsächlich, ne, auf Niveaus, die höher sind als das, was wir während der laufenden Pandemie gemessen haben. Ja, bei uns in Deutschland. Das ist schon merklich. So, hier werden dann die Trends nochmal, ne, mit Farbcode eingeordnet. Das ist jetzt hier
soweit nichts Ungewöhnliches. Wir haben gesehen, bei Berlin ist es ein relativ großes Hin und Her, ne? Steigt, fällt, steigt, fällt. Sieht bei anderen Bundesländern deutlich anders aus. Woran das jetzt einmal im Detail liegt, gibt es mannigfaltige Gründe, die dafür zuständig sein könnten. Und hier kommt dann eben die Abbildung, von der die Rede war, ne, zu den Varianten. Es wird an acht Standorten werden Proben genommen. Die werden dann werden mittels Genomsequenzierung untersucht. Und dann schaut man eben, was für SARS-CoV-2-Varianten sich da finden. Jetzt gucke ich gerade mal. Okay, es ist die einzige Grafik. Und das macht sich bemerkbar, wenn ihr euch das anguckt, hier, ne, den orangenen Teil, die BA286, die geht gerade relativ stark rum. Und seit KW41 ist die überall, ne? Ja, so Pi mal Auge. Das sind 8 Wochen, also 2 Monate. Also seit Oktober. Ja. Wir haben also zwar in der Gesamtkurve, ne, den Anstieg im Grunde schon seit August. Aber wir haben ja schon festgestellt, ne, dass es, wenn man sich einzelne Standorte anguckt, dass es einige gibt, die im Grunde erst so seit, ja, hier geht es jetzt früher los. Was sagt Rostock dazu? Rostock liefert noch nicht so lange Daten, wie man sieht. Ja, geht's auch früher los. Okay, gut, halten kann ich das nicht. Aber, huch, Offenburg liefert erst seit 2 Wochen. Das ist das Problem. Hallo Letevi, schön, dass du reinschaust. Genau, okay, die These, ne, seit Oktober geht's bei den meisten Orten los. Die kann ich nicht halten, ganz offensichtlich. Aber es ist schon merklich, dass sich hier gerade eine Variante deutlich durchsetzt, ne? Nachdem wir jetzt eine ganze Weile hier mehr oder weniger, ich hätte fast gesagt, Waffenstillstand hatten zwischen den verschiedenen Varianten, ne? Ja, hier die EG5 war irgendwie häufig vertreten. Das ist ja auch die letzte, von der wir hier gehört haben, ne? Aber es gab durchaus einige XBB-Varianten, die sich eben so parallel dazu doch ganz gut gehalten haben. Und jetzt scheint es aber tatsächlich eine Variante zu geben, die hier, ne, je nach Standort hier in Köln, hat im Grunde hier BA286 fast schon alles andere verdrängt. Das ist super interessant. Genau. Muss ich mir da jetzt Sorgen machen? Ich würde sagen nicht. BA286 hat bisher nicht gezeigt, dass es irgendwie als Variante besonders dramatisch ist. Es scheint aus sich jetzt aus irgendeinem Grund, ne, möglicherweise ein bisschen bessere Immunflucht, hier gerade durchsetzen zu können. Das könnte auch erklären, ne, warum SARS-CoV-2 gerade wieder so super dominant in den Statistiken ist. Ne. Wir haben ja gesehen, im Grunde unter den Atemwegserkrankungen, die zurzeit stattfinden, die teilen sich 50-50 unter Rhinoviren und SARS-CoV-2 auf und der Rest spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ist vielleicht dieser Variante zu schulden, dass die jetzt wieder zu ein paar mehr Infektionen führt. Es ist aber bisher nicht bekannt, also bisher nicht aufgefallen, dass die in irgendeiner Form jetzt schlimmere Infektionen machen würde. Insofern würde ich das jetzt erstmal entspannt sehen, ne? Ja, trotzdem muss man natürlich sagen, so ganz ignorieren würde ich es nicht. Ne, wir haben gesehen, es kommen relativ wenig Fälle in der Klinik an.
Ja. Können das Pandemieradar ja nochmal aufmachen? Ich glaube, die stimmt, die schlüsseln hier die Inzidenz nach Alter auf. Im Pandemieradar, guckt mal. Das ist jetzt natürlich nur SARS-CoV-2, aber da sieht man eben doch relativ deutlich, was wir auch im Aare-Wochenbericht schon gesehen haben, ne? Dass die Hauptlast an SARS-CoV-2-Infektionen ganz klar auf den Personen Ü60 liegt. Ne? Sagt jetzt nichts über andere Atemwegserreger aus, aber ne, für SARS-CoV-2 ist das auch keine neue Information, aber hier sieht man es eben nochmal, dass das, was wir eben tatsächlich übers Infektionsschutzgesetz mitkriegen, zu einem ganz relevanten Teil in Leuten jenseits der 60 Jahre passiert. Das ist schon bemerkenswert. Ne? Und ne, hängt wahrscheinlich auch wieder damit zusammen, ne, dass natürlich das auch diejenigen sind, die ganz vornehmlich ins Krankenhaus kommen. Ne? Denn auch ne, die Menge der Hospitalisierung hat ganz klar eine Schieflage in Richtung der PatientInnen jenseits der 60 Jahre. Das muss man deutlich sagen. So, genau. Und vor diesem, also ne, vor diesem Hintergrund muss man halt klar sehen, okay, ja, wir haben eine grundsätzlich relativ niedrige Inzidenz mit 38. Ne? Muss auch sagen, hat sich seit September vervierfacht. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da gar nichts tut. Es ist aber natürlich nur vor dem Hintergrund, dass wir Inzidenzen von irgendwie 1500 bis 2000 gewohnt waren während der Pandemie. Ist das jetzt keine Zahl, die jemanden hinterm Ofen vorlockt? Wenn wir uns aber eben das Abwasser angucken, scheint doch irgendwas stattzufinden. Ne? Und ja, Abwasserüberwachung ist ein relativ neues System und wir müssen das Ganze noch so ein bisschen mit Vorsicht genießen und gucken, was wir da wirklich jetzt reininterpretieren und was nicht. Aber der Unterschied, also ne, das Signal ist einfach so stark, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass es sich rein um irgendwie einen Mess- oder Rechenfehler handelt. Vor allen Dingen, weil wir es über so viele verschiedene Orte auch sehen. Und daraus leitet sich eben ab, dass auch, ne, wenn die offiziellen Kennzahlen jetzt noch nicht super dramatisch sind, ich euch dazu raten würde, ne, jetzt gerade in der Woche vor Weihnachten, passt auf euch auf. Ich persönlich trage Maske in der Öffentlichkeit, ne, unabhängig davon, ob ich jetzt gerade erkältet bin oder nicht. Jetzt natürlich doppelt. Überlegt euch, wo ihr hingeht, überlegt, ob ihr möglicherweise ins Homeoffice gehen könnt für diese letzte Arbeitswoche, so ihr sie denn noch machen müsst. Ich weiß, den Luxus hat nicht jeder, ne, aber wo es machbar ist, wäre das vielleicht eine Option. Einfach ne, schauen, muss ich jetzt noch auf diesen Vorweihnachts-Rave gehen, wenn ich vorhabe, danach irgendwie meine 89-jährige Uroma zu knutschen? Ne? Ich sage nicht, ihr sollt diese ganzen Dinge nicht tun. Ich sage nur, ihr solltet für euch überlegen, okay, wo kann ich möglicherweise Risiken minimieren? Wie das grundsätzlich funktioniert, haben wir in der Pandemie jetzt gelernt. Ne? Kontakte, die ich habe, ne, auf den Prüfstand stellen, welcher muss sein, welcher muss nicht sein. Maske tragen, gerade in Innenräumen, gerade mit vielen Leuten. Ich nenne regelmäßig Händewaschen jetzt mal mit. SARS-CoV-2 ist immer noch ne, kein Erreger, der sich gut irgendwie so über Kontakt und Dinge angrabbeln verbreitet. Aber andere Atemwegserreger sind es durchaus. Dementsprechend schadet das auch nicht. Und wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn ihr irgendwie angedätscht seid, ne, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich kränke so ein bisschen. Ich weiß, es ist super ätzend,
Aber möglicherweise ist es schlauer, wenn man sich nicht fühlt. Weihnachten bei den alten Leuten auszusetzen. Der TV bekommt unabhängig von Inzidenzen deutlich heftigere Verläufe aus dem privaten und beruflichen Umfeld mit verglichen mit den Wellen der letzten 2 Jahre. Jetzt speziell Covid oder generell Atemwegserreger, der TV? Das wäre jetzt spannend, ob das alles bestätigt ist, also bestätigt SARS-CoV-2 ist oder... sind eigentlich neue Daten zur Reinfektion bekannt. Mir jetzt aus dem Stegreif nicht. Was wir aber mal machen können, ist, wir können BA286. Wenn ich tippen könnte... Auf 2 Schnelltest bestätigt, nicht PCR bestätigt. Ja, Schnelltest ist ja schon mal was. Gibt was in Nature aus diesem Jahr auch. Substantial antigenic drift. Enhanced receptor affinity, less immune evasion to sera. Okay, interessant. Weniger Immunevasion. The potential for BA286 to spread globally is limited. Okay. Würde sagen, es hat es bisher ganz gut gemacht. Vor dem Hintergrund finde ich es jetzt überraschend, dass es sich so hart durchsetzt bei uns. Relativ resistent gegen den Impfstoff, das könnte ein Punkt sein. Scheint einen Unterschied zu machen, wann man infiziert worden ist. Wie gut man dem widersteht. Gerade Leute, die vor kurzem also mit den XBB-Varianten infiziert wurden und hauptsächlich dagegen Antikörper haben, scheinen mit BA286 nicht ganz so gut klarzukommen. The most likely scenario is that this variant fizzles out. Das sehen wir halt in Deutschland gerade gar nicht. Spannend. Also bisher sind die Leute, es gibt jetzt, habe jetzt nichts gesehen, dass irgendwie ne, harte Zahlen mit irgendwie Reinfektionsstudien und so weiter, die sind heutzutage auch schwer zu machen, auch schwer ethisch zu vertreten.
Aber gerade jetzt die aktuelle Variante scheint zwar eine gewisse Immunevasion, also eine gewisse Impfevasion zu haben. Das könnte natürlich ein signifikanter Punkt sein, ne? Ist jetzt ansonsten aber nicht irgendwie dramatisch effizienter, zumindest im Experiment gewesen. Spannend ist halt wirklich, ne, warum es sich hier bei uns gerade so deutlich durchsetzt. Das finde ich schon so ein bisschen spannend. Kann aber natürlich auch was damit zu tun haben, wie zum Beispiel unser Impfregime gerade ist, ne? Vielleicht haben viele PatientInnen gerade verhältnismäßig niedrige Titer gegen SARS-CoV-2 oder sowas. Das könnte theoretisch alles sein und spielt hier natürlich alles mit rein. Hallo Fjodor übrigens, ne? Hab deine Frage vorgelesen, dir geantwortet, aber nicht hallo gesagt. Schön, dass du reinschaust. Genau. Und zu Latifis Beobachtung, das kann, na, das kann anekdotisch sein. Ich hatte jetzt also auch jetzt gerade in dem Text keine Hinweise darauf gesehen, ne, dass die aktuellen kursierenden Varianten irgendwie schlimmer sind als andere. Auch da kann jetzt natürlich wieder sein, ne, je nachdem, wann die letzte Impfung war, wann die letzte Infektion war. Möglicherweise sind die Leute jetzt gerade eh schon angeschlagen. Ne? Wann war die letzte Atemwegserkrankung? Ich meine, ich habe jetzt auch vor 2 Wochen die letzte gehabt. Ne? Jetzt bin ich wieder dran. Muss auch noch einen Schnelltest machen, stelle ich fest. Das ist vielleicht nachher auch mal eine ganz gute Geschichte. Ich habe irgendwo noch welche. Einfach nur aus Neugier, nicht, dass es irgendwas ändert. Ne? Genau. Ansonsten, ne, es ist. Es ist auch immer so ein bisschen einfach von der individuellen Situation abhängig. Es kann jetzt, also es kann ich jetzt tatsächlich nicht greifen, ne, warum möglicherweise in deinem Umfeld jetzt Leute gerade stärker betroffen sind. Hatte halt im November Covid, wenn du die Frage, wie lange man dann weniger anfällig ist, ob es da generell Aussagen zu gibt. Verstehe. Also ich nehme an, du meinst, ne, November 23. Dann sagt man im Großen und Ganzen, so ein halbes Jahr solltest du eigentlich ganz gut dabei sein. Ja, also Impfung würdest du erst wieder dann im Mai kriegen. So lange halten auch im Schnitt die Antikörpertiter relativ gut stand. So grob ein Viertel bis ein halbes Jahr, je nach individueller Lage, sagt man ungefähr. Und hallo Rith, schön, dass du reinschaust. Ich dachte irgendwie, naja, letztes Jahr war man noch frischer geimpft, nächste Auffrischung wird ja nicht flächendeckend empfohlen, ergo nicht aufgemacht. Ja, richtig, genau. Also, ne, hängt jetzt. Deswegen sage ich, es hängt auch super viel, ne, vom Immunstatus der Einzelpersonen ab. Nee, Fjodor, hast du schon recht. Könnte sich nach 2 Jahren durchaus was getan haben, aber im Großen und Ganzen ist das, zumindest was ich mitbekommen habe, immer noch dasselbe. Ne? Aber ich sitze nicht den ganzen Tag vor der Literatur und aktualisiere die Seite in der Hoffnung, dass was Neues rauskommt. Ich mag durchaus einzelne Dinge übersehen. Möchte ich jetzt nicht ausschließen. So. Das wollte ich im Grunde zu dem Thema nur mal, ne, gesagt haben. Dass ihr sensibilisiert dafür seid, dass gerade eine Menge rumgeht, dass gerade, ne, einige Atemwegserkrankungen zirkulieren. Dass ihr also, auch wenn das BMG jetzt nicht schreiend im Kreis rennt und irgendwelche Covid-Maßnahmen raushaut, wirklich überlegt, ne, und bewusste Entscheidungen trefft, wie ihr mit der Situation umgehen wollt und wie es mit eurer Gesundheit aussieht. Ja. Das war mein eigentliches Anliegen, euch dafür zu sensibilisieren.